Was geht und herzlich willkommen zu der nächsten Folge bei DJs Tuning Werkstatt. Heute geht es um ein neues Motorrad, was wir erhalten haben. Und ja, es ist diesmal ein Elektromotorrad, die Western Power Surge. Ja, ist in Ordnung, sieht auf jeden Fall schick aus. Können wir auf jeden Fall mal wieder ein Motorradtreffen machen. Aber bevor hier alles losgeht, wenn wir uns nicht nochmal hören, liebe Community oder neue Zuschauer, hallo erstmal, wünsche ich euch trotzdem einen guten Rutsch. Bleibt gesund. Und dann natürlich auf ein paar schöne weitere Jahre mit euch und natürlich auf weitere Treffen. Ja, wir haben heute die Western Power Surge bekommen. Ein Elektromotorrad. Bei Legendary Motorsport haben wir dieses wunderschöne Moped. Wird aber auch mal Zeit, dass wir mal ein Motorrad bekommen, ne? Finde ich mal cool. Ja. Die Western Power Surge kostet bei Legendary Motorsport 1.605.000. Das ist natürlich schon ein Batzen Geld, ne? Ja. Von der Beschleunigung und vom Tempo ist da jetzt eigentlich schon wirklich viel anliegend, ne? Muss man echt sagen. Für ein, das ist natürlich ein Elektromotorrad, die sind immer schnell, ne? Muss man schon einfach sagen. Ja. Für die Garage, meinetwegen, kann man sich kaufen. Aber jetzt, ob das jetzt so eine Empfehlung ist, dass man das unbedingt haben muss, weiß ich jetzt nicht. Ich habe es mir trotzdem gekauft für euch, um das einfach zu präsentieren. Ich finde die Body trotzdem schöner, bin ich euch ehrlich. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ja, natürlich haben wir heute auch noch andere Sachen bekommen. Wir haben zum einen einen neuen Bierhelm bekommen im festlichen Design. Wir haben drei neue Brillen bekommen mit Happy New Year. Die werde ich euch jetzt mal einblenden. Das war natürlich nicht alles. Wir werden natürlich jetzt auch noch die Real-Life-Anspielung präsentieren. Wir können uns erstmal das Fahrzeug so angucken, wie es so ausschaut. Von außen. Ja, kann man schon mal machen, ne? Ist in Ordnung. Ja. Das ist auf jeden Fall die Harley Davidson Lifewear. Habe ich mir in Real Life angeguckt. Ist echt nice. Habe ich sogar auch schon fahren gesehen. Sieht man jetzt nicht alle Tage, weil die Karre kostet trotzdem eine ordentliche Menge. 77.000 für ein Moped. Ist das schon allerhand Cash, ne? Ja. Harley Davidson Lifewear ist seit 2019 angebotenes Elektromotor des amerikanischen Herstellers Harley Davidson. Ja, Leistung 78 bis 106 km/h, Höchstgeschwindigkeit 177. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ja, dann würde ich euch mal zu der Real-Life-Anspielung noch ein Bild einblenden. Bitteschön. So. Genug geschwafelt, ich würde sagen, wir fahren mal zum Tuner und gucken wir mal, was die Karre rauskriegen. Zum Soundcheck brauchen wir heute, glaube ich, nicht kommen. Ja, schreibt es mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare oder verlinkt mich gerne bei Instagram. Ich reposte das auch gerne, wie ihr dieses Power Surge getuned habt. Die Harley. Also ich habe mir auf jeden Fall ein paar Sachen schon überlegt. Ich werde die orange-schwarz machen. Karosserie. Da haben wir auf jeden Fall Potenzial. Electric Future Seitenverkleidung würde ich jetzt nicht dran machen. Bremse natürlich voll, Motor voll. Eigentlich brauche ich nicht Verkleidung. Glasverkleidung. Okay. Also ich würde schon an Real Life angepasst lassen. Kein Plastik. Wir trotzdem das Glas haben. Rahmen. Den würde ich der Sache in Sekundärfarbe machen. Frontschutzbleche. Ja. Primärfarbe. Vordersitz. Was Schönes aus Leder wäre ganz toll. Ja, das ist hier nicht so meins. Das ist alles zu viel Wucht. Ich würde sagen, wir nehmen hier gesteppter Sitz. Sieht sehr schick aus. Benzintank.
würde ich sagen, machen wir so einen Büffel. Sieht immer ganz cool aus. Büffeltank. Genau. Lichter, was haben wir da? Ja, gut, das brauchen wir jetzt nicht. Design, was haben wir denn da so? Western? Okay. Okay. Love First. Mit so Totenschädel. Lost and... Oh, das sieht cool aus. Das sieht echt cool aus. Guck mal hier, so Tokyo Night Bike. Kisama. Okay. Western. Redwood. Auch sehr schön. So ein paar Sterne. Patriot. Also ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die Farbe. Bevor wir jetzt zu dem anderen Zeug kommen. Heckschutzbleche. Würde ich auch ein Sekundär machen. Lackierung. Also. Wir machen das Frontteil orange. Und die Sekundärfarbe wollte ich schwarz machen. Matt schwarz, genau. Reifen. Brauchen was Großes. Was Großes und chromfarbig. Am besten sowas hier, genau. Genau, hier die Big Spokes. Die sind gut. Die nehmen wir. Nochmal Big Spokes. So, Reifenmuster brauchen wir nicht. Das. Jetzt wollte ich nochmal kurz gucken beim Design, wenn man das drauf macht, wie das aussieht. Schade, dass das grün ist. Schade. Ich würde sagen, machen das mit dem Lost von Lost MC. Das ist ganz cool mit dem so ein kleiner Sticker an der Seite. Ja, das war's aber auch schon wieder bei dem Fahrzeug. Fahren wir raus. Ja, sieht mal gar nicht so schlecht aus. Mit dem Sticker an der Seite in so Orange-Schwarzton. Wie das Original. Finde ich echt klasse mit den Felgen dazu. Es ist zwar nicht so das perfekte Schneemobil, aber trotzdem cool. Schreibt es auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Fahrzeug findet und wie ihr es getan habt. Ja, da bin ich auf jeden Fall raus. Wünsche euch dann alle noch einen erholsamen Abend und morgen noch einen schönen Freitag. Ja, wer neu auf dem Kanal ist, kann natürlich auch gerne den Kanal abonnieren. Ein Like da lassen, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Wir sehen uns dann auch nächstes Jahr erst wieder beim nächsten Video und beim nächsten Meet. Ja, das nächste Meet müsste NASCARs. Das hat der Stream entschieden, genau. NASCARs, ja. Und ja, dann geht's wieder von vorne los. Mit wer weiß, wie viele Modus wir noch haben. Genau. Dann. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer DJ, ich hoffe euch hat's gefallen, ich hoffe ich konnte euch gut unterhalten, ciao!